Ich denke, wir wissen, wie man die Frankfurter Mannschaft bespielen muss. Da sind wir, glaube ich, taktisch mittlerweile so weit, dass wir sagen, das liegt uns gegen diese Spielart von Frankfurt und was wir heute wieder deutlich besser gemacht haben als in den letzten Wochen, gerade als Vergleich zu diesem Spiel. Wir waren kompakt gestanden, aber waren deutlich aggressiv auch in der Kompaktheit, weil wir neigen auch immer dazu, ein bisschen zu passiv zu sein. Aber heute waren wir wieder sehr aktiv und ich denke, es war alles in allem ein verdienter Sieg für uns. Wir hatten genauso, denke ich, ähnlich Anzahl an Torschüssen wie Frankfurt. Ich erinnere mich noch an zweite Halbzeit selber gegen die Schnatterbeck mit dem Anschluss, der knapp war. Wir hatten auch ein paar sehr gute Offensivaktionen, erste wie zweite Halbzeit, wo wir hätten dann vielleicht noch besser ausspielen können. Ich denke, die Mannschaft von uns hat heute sehr gierig agiert und wollte unbedingt das Spiel von letzter Woche gegen Duisburg vergessen machen und dass wir erneut die stark besetzte Frankfurter Mannschaft besiegen konnten, ist wirklich eine große Leistung und heute fand ich, geht es auch niemanden rauszuheben, es war eine mannschaftlich sehr, sehr geschlossene Leistung mit einem verdienten Sieg aufgrund des großen Einsatzes von allen Beteiligten. Wir haben nie aufgegeben, obwohl wir nach 3 Minuten bereits 1-0 hinten waren. Wir sind zurückgekommen und haben sogar geschafft, gegen eine starke Mannschaft das Spiel noch zu drehen. Und das ist ein wichtiger Schritt im Lernprozess für unsere junge Mannschaft.